Genau, also ganz wichtig bei dem DevSlam ist, dass ihr mit dabei seid, und zwar bei der Abstimmung. Wie genau läuft so eine Abstimmung ab? Mhm. Okay, also ihr müsst ganz, ganz genau zuschauen, was die Poeten machen. Und dann genau gucken, gefällt es euch gut? Wie gefällt es euch? Und das messen wir dann bei der Abstimmung. Mhm. Okay, also das heißt, wenn jemand einen Arm hochnimmt, dann hat er einen Punkt zu vergeben. Könnt ihr mal den Arm hochmachen? Super. Genau, jeder macht mal seinen Arm hoch. Das bedeutet, ihr gebt einen Punkt ab. Okay? Zwei Punkte gebt ihr ab, indem ihr beide Arme hebt. Super, ganz dann toll. Dann findet ihr den Beitrag prima, findet ihn richtig klasse und wollt ihm zwei Punkte geben. Aber ich habe das Gefühl, ein oder zwei Punkte sind zu wenig. Wenn man zum Beispiel total begeistert ist, ne? Also zwei Punkte, wenn man mehr als zwei Punkte vergeben möchte. Ne? Ich habe eine Idee. Wem zwei Hände nicht reichen, wer den dritten Punkt vergeben will, macht einfach einen Kopfstand. Macht einen Kopfstand, genau. Wer schafft, schafft ihr das? Schafft ihr das? Ja, wer bezahlt das denn dann, wenn was schief geht, ne? Ach Quatsch, das schaffen wir schon. Locker bleiben. Okay, also wir bleiben bei ein und zwei Punkten. Okay. Okay, wichtig ist, wenn die Slammer loslegen zu Gebärden, dann ist es wichtig, dass alle im Raum bleiben. Also, dass ihr nicht rein und raus geht, dass es ruhig bleibt. Bitte geht in den Pausen zur Toilette, sodass keiner stört. Ich habe eine Frage, wie sieht das aus mit den Toiletten hier? Ach, genau. Ja, gut, dass du fragst. Ja, ist wichtig. Prima, richtig. Genau. Super, dass dir das eingefallen ist. Nee, wirklich. Hm. Ach, also, die Männertoilette ist direkt hier um die Ecke des Raums. Die Frauentoilette ist in der Etage da drüber. Die Frauentoilette ist oben. Ja, naja, da muss man dann nochmal eine Etage laufen. Gut, okay, war es das? Oh, ich glaube, wir haben genug erzählt. Ja, ich glaube auch. Gut, jetzt fangen wir an, okay? Gut, jetzt ist zuerst das Opferlamm in der Reihe. Was ist denn ein Opferlamm? Ah, okay. Also so nennt man das beim Slam. Das ist der erste Slammer und der ist hörend und der wird auch lautsprachlich slammen. Hörend. Und der ist aber schon ein Profi und hat schon ziemlich häufig geslammt. Und dann kommt der Raphael. Genau, dann kommt der Raphael. Ja, ne, wir sind schon ganz neugierig. Christopher Rott! Viel Spaß! Okay, prima. Gut, das mit dem Applaus, das können wir noch mehr üben. Super. Ja, das super. War wirklich super. Okay, das erste Opferlamm hat es geschafft. Prima. Genau, stimmt. Oder so passt das einfach nicht, dass da ein Mikro steht. Okay, also nochmal ganz viel Applaus. Ich sehe euch auch gar nicht, es ist so dunkel. Zeigt eure Hände. Super. Genau, wir haben kein Licht, wir sehen euch nicht. Ah, genau, jetzt gut. Kann ich euch sehen. Genau, die Hörer kann auch noch kann dazu auch noch gerne schreien und mit den Händen winken. Super. Okay, und ein bisschen mehr Energie, noch den Applaus. Super, okay. Ja, genau. Genau, deshalb, das Opferlamm ist immer der Erste, der slammt und an dem noch der Applaus geübt wird. Okay, genau, das ist eure Aufgabe, dem müsst ihr gut nachkommen, das Applaudieren. Okay, prima, jetzt der zweite Slammer, wer ist das? Der zweite ist Raphael Grombelka. Okay, prima, Raphael, der zweite Slammer. Komm bitte auf die Bühne. Jetzt kommt das Finale. Okay, das Finale des Slams. Ja, wer hat wie viele Punkte? Okay, also sowieso. Erstmal Lob an alle. Also es war wirklich ganz prima. Genau. Ihr habt das alle ganz toll gemacht. Wir alle bekommen sowieso ihr alle. Ja, das habt ihr euch alle super verdient. Ne? Also ich bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das haben sich die Teilnehmer verdient. Und an dieser Stelle wählen wir jetzt die beiden aus, deren Stück wir nochmal sehen. Einfach aufgrund des Ergebnisses der Auswertung vorhin. Genau, dann machen wir nochmal eine letzte Abstimmung, um den Sieger zu küren. Gut, genau. Wer fängt an von den beiden? Dort. Die beiden. Okay, Jessica und Jonathan. Ja, ja, es ist wie eine Lehrerin, ne? Schön mit Rot einkreisen. Gut, okay.
Gut, wer möchte von euch beiden anfangen? Ihr könnt es entscheiden. Die Frau zuerst. Ladies first. Okay. Gentlemen. Gut, jetzt nochmal einen großen Applaus für Jessica.